Gott, du lenkst deine Kirche durch die Hirten, die du ihm gibst. So beten wir, liebe Schwestern und Brüder, in einer Oration. Sie findet sich in unserem Messbuch. Und an dieser Oration merkt man zuweilen, dass die Kirche in der Regel mutig betet, dass sie manchmal den Mund ein wenig voll nimmt. Denn es hat immer wieder Zeiten in der Kirchengeschichte gegeben, da diese Hirten komplett versagen. Ja, Christus wollte, dass seine Kirche durch Hirten geführt wird. Aber auch die Hirten sind Menschen, zuweilen schwach, zuweilen abgelenkt, zuweilen so, wie es das Evangelium sagt, dass es den ganz Unmündigen offenbart wird, worum es geht. Deshalb lenkt Gott seine Kirche nie nur durch die Hirten, sondern immer auch durch die Heiligen, die er seiner Zeit schenkt. Die Heilige des heutigen Tages, diese kleine unscheinbare Frau, die aber vor Feuer, geradezu vor innerem Feuer gefährlich ist, sie ist eine solche Person, die die Kirche in schwerer Zeit gelenkt hat und ihre Hirten dazu. Man wollte mit dem Papst der damaligen Zeit, der in Avignon sitzt, gar nicht tauschen, was er sich alles anhören musste, zu Recht anhören musste, weil er schwach, unentschlossen, abgelenkt, mit allem Möglichen beschäftigt war, nur nicht mit jenem Feuer, das in Katharina von Siena brannte, nämlich das Feuer des Evangeliums. Wir haben es im Tagesgebet schon gehört. Sie hat den leidenden Christus vor Augen und ihr war klar, dieser leidende, zerschlagene, blutende Christus ist seine Kirche, ist sein leidender Leib, heute. Gott lenkt die Kirche immer auch durch die Heiligen, die er seiner Kirche schenkt. Oft sind es die Unmündigen. Im besten Sinne ist das, was man in der Kirche unter Sensus Fidelium versteht. Es ist nicht diese soziologische Sondersprache, die wir heute so pflegen. Es sind nicht die vielen Papiere, die wir studieren sollen, wo man zuerst mal 4 Semester Soziologie gemacht haben muss, um überhaupt einen Pastoralplan zu verstehen. Das ist es alles nicht. Es ist die Glut des Evangeliums. Es ist das Leiden und der gekreuzigte Christus, der in seiner Kirche sichtbar wird. Und es ist letztendlich auch nur der Fluchtpunkt der Person Christi selber, der Heilung verschafft. So wie bei Katharina von Siena. Es muss solche geradezu verstört wirkenden Menschen in der Kirche geben. Außenseiter, für verrückt erklärte, an der die Kirche erst viel später lernt, was ihr da eigentlich gegeben wurde. Der Mainstream, liebe Schwestern und Brüder, hat die Kirche noch nie geführt, zumindest keinen guten Weg. Es sind die Wunden Christi, die zu Leucht- und Leitpunkten werden. Es ist sein vergossenes Blut, das die Spur zeigt, die die Kirche zu gehen hat und zu leiden hat, damit sie zugleich die Lichtspur seiner Auferstehung in dieser auch unsere Zeit zeichnen kann. Kommt alle zu mir, spricht der Gekreuzigte und Auferstandene.